Wir kommen von der Mobile World Congress 2015, wo wir hier das Programm bei Microsoft Lumia 640 haben, also ein 15er Bildschirm mit einer Auflösung, zum Beispiel schicke Farben wie immer, wie zum Beispiel das Orange, was sich Lumia dieses Jahr mal wieder hier ausgesucht hat als dezente Farbe, das hier von der Seite sogar halb so durchsichtig ist. Und technisch gesehen ist es das gleiche wie das 640 XL zum Beispiel. In beiden haben wir einen Snapdragon 400 Prozessor, 8 GB im Speicher, der erweiterbar ist, wechselbaren Akku, hier 2500 mAh, aber dafür hier nur eine 8-Megapixel-Kamera mit Blitz, Blende 11 2.0 und vorne eine 0,9-Megapixel-Kamera, die dann natürlich nicht ganz so gut ist, aber für Selfies auch ausreichen kann, wenn man so will. Hier unten sehen wir ein ganz kleines Mikrofon. Und wir machen mal hier die Rückseite ab, indem wir einfach hier unten ziehen. Und dann können wir jetzt einfach zum Beispiel diese Schale wechseln in jede beliebige andere Farbe, die wir gerne wollen, wie zum Beispiel weiß, grün oder irgendwas anderes. Und dann sehen wir hier, ist das die Single-SIM-Version. Es gibt auch noch eine Dual-SIM-Version, da würde dann hier die zweite SIM-Karte reinkommen. Hier entsprechend Micro-SD, damit wir den Speicher erweitern können. Und hier der tauschbare Akku, sehr wichtig für viele Kunden. Machen wir das Ganze wieder dran. Hier läuft gerade Windows Phone 8.1 Denim drauf. 10 wird auch als Update kommen, denn wir haben hier 1 GB RAM. Also ist auf jeden Fall schnell, macht Spaß und man wird sich hier auf jeden Fall gut bedient. Wir sehen können, wir haben so eine Instagram-App, aber wir machen jetzt hier einfach mal die Lumia-Kamera auf, die natürlich hier uns vor allem viele Optionen bietet bei den ganzen Werten. Aber vor allem ist sie auch schnell mit 8 Megapixeln. Das macht auf jeden Fall Spaß und das Display ist auch hervorragend, wie gesagt, mit eine Auflösung von 720p, also ist eine HD-Auflösung. Können wir auf die Selfie-Kamera wechseln, die jetzt nicht ganz so gut sein wird, mit den 0,9 Megapixeln. Entschuldigung, hier, so. Aber doch, völlig okay, man kann hier die Details sehen und auch bei meiner Kamera kann man hier ein paar Sachen noch ablesen. Also obwohl das nur 0,9 Megapixel ist, kann man das auf jeden Fall hier für Selfies wunderbar gebrauchen. Und jetzt bin ich mir gar nicht so sicher mit den technischen Daten und mein Kollege genießt ja auch die Kamera, wie ihr gerade gesehen habt. Genau, sehr viel mehr will ich gar nicht zeigen, das ist ein wirklich schickes Gerät. Wir haben einen Kopfhöreranschluss hier noch. Hier ist der Lautsprecher und ansonsten knöpfemäßig haben wir Lautstärkeregler und An- und Ausschalter und Micro-USB habt ihr ja schon gesehen. Genau, das war schon mit dem Lumia 640, kommt noch dieses Jahr auf den Markt. Bald folgt der komplette Test von uns und natürlich auch keiner Vergleich mit dem XL, damit ihr wisst, welches verkaufen müsst. Aber wie gesagt, bald mehr dazu. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das Screenshot habt von der NVIDIA 2015 und mein Name ist Manaschka.